Wenn ein Massenpunkt gegen einen Stab stößt. Jetzt fange ich an, ja? Ich glaube, jetzt habe ich das, ich habe auch den Rekorder eingeschaltet, es muss schon wieder losgehen. Also, du stößt einen Massenpunkt gegen einen Stab. Der Stab ist immer deswegen einfach, weil es ein einfaches Gebilde ist. Massenpunkt stößt sozusagen gegen Stab. Also, im Grunde ist es ein Beispiel natürlich. Und das soll so ausschauen. Wir nehmen den Stab waagrecht an. Der Stab sei in Ruhe. Der Stab ist M und L. Ich nenne den Stab M2 und L. Er ist in Ruhe. Vor dem Stoß in Ruhe. Während der Massenpunkt, der kommt da daher, ist das M1 und der trifft dann da hier mit der Geschwindigkeit V1, also Massenpunkt M1 mit V1 trifft er im Abstand das kleine h trifft er normal auf den Stab. Also gesucht sind wieder die Bewegungen, die Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Wir haben also jetzt die Stoßkraft wieder einzuführen. Sie wirkt auf den Stab in dieser Richtung, das ist unser F, und auf den Massenpunkt dagegen. Und wie formulieren wir jetzt da die Gleichung? Im Grunde könnte man sagen, das ist ein stehendes Fahrzeug, nicht? Und es kommt quer ein Fahrzeug daher, das dann so hineinstößt. In der ersten Periode heißt das ja, die Kraft F2 bewegt unseren Stab, so dass er am Ende eine Geschwindigkeit hat, der Stabschwerpunkt, das X-Punkt des Stabes, das nennen wir vielleicht die Geschwindigkeit des Stabes am Ende der ersten Periode, also Stabendgeschwindigkeit. Nachdem die Kraft nur senkrecht wirkt, wird natürlich auch nur in der Richtung beschleunigt werden. Er kriegt ja keine solche Komponente. Erste Periode, t größer 0, kleiner dm, bedeutet Anfangsgeschwindigkeit 0, Endgeschwindigkeit, ich nenne das jetzt meinetwegen die y-Richtung, dann sage ich Endgeschwindigkeit sei das uy. Nach der ersten Periode, Uy, ist die Geschwindigkeit des Schwerpunktes. M2 nicht, was wirkt für Kraft in Y-Richtung? M2 mal Geschwindigkeit nachher ist das Uy am Ende der Periode, minus anfangs ist 0, ist ja nichts anderes als das FdT in der ersten Periode und das nennen wir S1. Dazu kommt, dass das Theta S vom Stab mal dem Phi-Punkt U minus 0 für den
Staub. Drehgeschwindigkeit am Ende der ersten Periode gleich ist dem Integral f mal h mal dt in der ersten Periode. Und das ist h mal s1. Also die Geschwindigkeit am Ende der ersten Periode schaut so aus. Das ist das uy und das phi.u. u. Während der Massenpunkt, das M1, ja am Ende etwa die Geschwindigkeit U hat, am Ende der ersten Periode, am Anfang hat er V0 gehabt, nein, V1 hat er gehabt, und die Kraft wirkt ja dagegen. Die Kraft wirkt minus FdT, Delta T1, also ist da minus S1. Das sind nochmal drei Gleichungen, und wenn Sie abzählen, haben Sie Uy vom Stab, Phi Punkt U vom Stab, U von der Masse. Und dann das S1, also vier unbekannte, drei Gleichungen. Jetzt kommt dazu, dass ja am Ende die Geschwindigkeit des Stabes, des Massenpunktes, die am Anfang V1 war, die ist ja jetzt am Ende der ersten Periode, ist das ja die Geschwindigkeit U. Und die Geschwindigkeit U des Stabes, des Punktes, muss ja gleich sein der Geschwindigkeit des Stabes an derselben Stelle. Das ist ja wieder das kinematische Problem. Wenn Sie sich also vorstellen, den Stab am Ende der ersten Periode, da hat er die Geschwindigkeit U, jeder Punkt hat das Uy. Das ist sozusagen die Translation. Und zweitens hat er jetzt dem U überlagert die Drehgeschwindigkeit. Die Drehgeschwindigkeit sagt, da wird es mehr, da wird es weniger. Also das kommt dazu, und da kommt es weg. Das ist die Drehung um S. Sodass die Geschwindigkeit im Punkt B, wenn das der Punkt B ist, das war S, das ist B, dann ist das die Geschwindigkeit des Punktes B, die schreibe ich da rechts vielleicht hin, weil das ist ja dann die Bedingung. Das U des Punktes B besteht aus dem Uy vom Schwerpunkt plus aus der Drehung kommt dazu das H mal Phi Punkt U. Also Translation plus Drehung. Und die Geschwindigkeit muss aber gleich sein der Geschwindigkeit, die der Massenpunkt hat am Ende der ersten Periode, das ist das U. Und damit haben wir die vierte Gleichung. Ne? Der stößt da hinauf und zum Ende der ersten Periode haben sie die gleiche Geschwindigkeit. Und dann kommt die Restitution und der geht weiter und der geht zurück. Also 1, 2, 3, 4 Gleichungen, 4 Unbekannte. Und da könnten wir jetzt gleich wieder durch Einsetzen in die kinematische Bedingung gleiche Geschwindigkeit im Stoßpunkt beider Körper. Gleiche Geschwindigkeit im Stoßpunkt. In Stoßrichtung natürlich. Aber wir haben hier keine anderen Geschwindigkeiten. In Stoßrichtung. Wenn ich das da einsetze, dann steht hier ja Uy, das ist S1 durch M2. Das H, Phi Punkt U, das ist plus S1 durch Theta S, H Quadrat oben, muss gleich sein dem U aus der dritten Gleichung, das heißt V1 minus S1 durch M1.
Also kann ich daraus das S1 ausrechnen. S1 ist gleich V1 dividiert durch 1 durch M1 plus 1 durch M2 plus H Quadrat durch Theta S. Also habe ich jetzt natürlich zwei Massen und daher ist das Ganze, kann ich das M nicht mehr herausziehen. Und in der zweiten Periode würden dieselben Gleichungen sein, nicht? Ja? Weil der in Ruhe war vorher. Nicht? Es ist ja so, ich kann mir ja das Ganze so vorstellen. Ich denke mir da die Masse M2 und die Kraft F da herein reduziert. Dann wirkt ja zunächst einmal im Schwerpunkt die Kraft F, nicht? Indem ich da so ein Kräftepaar anbringe, so reduziert man ja Kraft, nicht? Ich bringe da ein Kräftepaar an, dann ist das hier das reine Moment, die zwei. Wenn ich da ein F habe und da ein F minus F hergebe, dann bilden die jetzt ein Kräftepaar, die drehen. Und dann bleibt übrig die Kraft F, die beschleunigt mir den M2. Also der Schwerpunkt sagt, wenn an einem Körper irgendwo Kraft angreift, so kann ich sie mir einfach parallel verschoben denken in den Schwerpunkt und so tun, als würde im Schwerpunkt die Kraft angreifen wie an einem Massenpunkt. Und Verschieben einer Kraft geschieht ja dadurch, dass ich eine Gleichgewichtsgruppe hierher bringe. So bringen die beiden bringen das reine Kräftepaar, ein Drehmoment, und dann bleibt noch die eine Kraft übrig. Das ist ja gleichbedeutend. Also Kraft plus Moment plus Kräftepaar ist praktisch eine verschobene Kraft. Und dadurch rechne ich hier also im Schwerpunktsatz M2 Geschwindigkeit nachher minus Geschwindigkeit vorher. Geschwindigkeit vorher war 0. Ende der ersten Periode minus Anfang. Ende der ersten Periode, Anfang. Ende der ersten Periode, aber das ist jetzt natürlich die Geschwindigkeit da draußen vom Massenpunkt, M1, minus Anfangsgeschwindigkeit. Änderung des Impulses ist gleich Antrieb der Kraft. Das ist der zentrale Satz. Der Impuls wird geändert, Masse mal Geschwindigkeit, entsprechend dem Zeitintegral der Kraft. Und jetzt kommt natürlich die zweite Periode, aber ich kann natürlich auch gleich sagen, jetzt nehme ich statt der zweiten Periode gleich das Gesamte. Also, erste plus zweite Periode zusammen gibt ja den gesamten Stoß und die liefern dann S1 plus S2 als Antrieb. Und das ist 1 plus Epsilon, S1. Also insgesamt heißt das M2 mal der Geschwindigkeit nachher, das ist das W in der Y-Richtung vom Zweier, minus, ganz am Anfang war 0. Könnte ich sagen, nicht? Also ich mache jetzt nicht die zweite Periode, da müsste ich ja UY schreiben und dann da schreiben Epsilon S2. Jetzt schreibe ich dafür, die gesamte Geschwindigkeit, die er kriegt, ist das 1 plus Epsilon mal S1. Und im Tral genauso, Theta S mal Winkelgeschwindigkeit nachher minus ganz am Anfang bei 0 muss gleich sein dem Moment 1 plus Epsilon mal H mal S1. Und der M1er hat am Ende die Geschwindigkeit, lassen Sie mich überlegen, W1, V1 hat er sie gehabt, also sagen wir jetzt W1, ist am Ende, am Anfang war sie V1 und die wird natürlich verkleinert durch diesen Impuls, 1 plus Epsilon ist 1. Aber ich hätte natürlich auch nur die zweite Periode nehmen können.
Oder ich hätte auch so machen können, zweite Periode. Das wäre dann die Zeit von TM bis zum Ende. Und da würde ja dann stehen M2 mal WY minus UY ist gleich S2. Theta S Phi-Punkt nachher minus Phi-Punkt U ist gleich S2 mal H. M2 mal W1 minus U, habe ich es genannt, ist gleich minus S2. Und dann noch schreiben, S2 ist Epsilon S1. Dann kann ich da das UY natürlich wieder aus der ersten Gleichung nehmen und dann komme ich zum Epsilon. Also das haben wir uns erspart, das haben wir nicht gemacht. Wir gehen gleich über das Ganze, brauchen dann gar nicht mehr eliminieren. Brauche nur noch das S1 einzusetzen. Und ich habe zum Beispiel die Geschwindigkeit vom Start nach dem Stoß. Das heißt 1 plus Epsilon mal S1 durch M2. Naja, und das S1 ist halt eine ganz lange Geschichte. Wir sehen V1 und diese Doppelbruchgeschichte. Also ist gleich 1 plus Epsilon V1, ja. Nein, irgendwas ist da falsch. V1, 1 durch. V1 durch M2 mal 1 durch M1 plus 1 durch M2 plus H² durch Theta S. Und die Drehgeschwindigkeit Phi Punkt nachher ist 1 plus Epsilon mal H S1 durch Theta S und das wäre natürlich 1 plus Epsilon H mal V1 dividiert durch Theta S mal, das kann man vielleicht noch geschickter schreiben, aber ich weiß es auch nicht recht. Und dritte wäre die Geschwindigkeit des stoßenden Massenpunktes nach dem Stoß ist gleich vor dem Stoß und die wird kleiner mit 1 plus Epsilon mal S1 durch M1, da steht jetzt V1 durch M1 mal dem Ausdruck. So, und was kann man jetzt daraus schließen? Ja, eines ist klar. Wenn, sagen wir, Epsilon einmal gleich 0, das bringt nicht sehr viel. Nicht, da wird nur, wenn er die Sachen gleich groß, das hat also gar ganz wenig Sinn. Der Einfluss von H ist zu sehen. Einfluss von H. Wenn also H gleich 0 ist, dann hätte ich ja einen zentralen Stoß und dann müsste ja die Drehung 0 werden. Wir sehen, das Phi-Punkt N wird direkt 0. Wenn Sie mit dem zweiten Fahrzeug genau in der Mitte drauf fahren, klarerweise, nicht, da hier, so, dann ist klar, dass gar keine Drehung eintritt. Die beiden fallen dann einfach wie zwei Massenpunkte, wie bei einer Massenpunktkollision einfach weiter. Nicht? In der Richtung ist der Stoß, nicht? Und da kommt also keine Drehung ein. Aber wenn das
größer 0 ist, kommt natürlich gleich die Drehung hinein und vielleicht nehmen wir, wenn wir das jetzt wirklich als Stab nehmen, mit dem Theta S, weiß jetzt auch nicht, wenn man am Ende da trifft, also die Versetzung, glaube ich, heißt das ja normalerweise nicht, wenn man da ein bisschen versetzt auftrifft, dann wirkt sich das ganz gewaltig aus, weil die Punktstoßrechnung eigentlich sinnlos wird dabei. Ne? Man könnte vielleicht mal irgendein bisschen ein Gefühl entwickelt, sagen wir lassen zwei Stäbe so stoßen, nicht? Zwei gleiche Stäbe, wobei der mit V0, mit V1 daherkommt, nicht? Und trifft am Ende. Also wir sagen M1 gleich M2. Was könnte dann rauskommen? Interessant wieder die Drehgeschwindigkeit, nicht? Wenn ich wirklich setze M1 gleich M2 gleich M, dann das Theta S ist ja das ML Quadrat Zwölftel und das H ist das L halbe. Dann kommt ein Phi-Punkt nachher heraus von dem mit 1 plus Epsilon mal L halbe V1 und das untere ist natürlich Theta S, das ist das IS-Quadrat, also 2 IS-Quadrat. 2 mal das IS-Quadrat ist L-Quadrat Zwölftel plus, da wird es gekürzt, das Theta S, da kommt H-Quadrat raus plus L-Quadrat Viertel. Das sind 3 Zwölftel, 5 Zwölftel, 5 Zwölftel, oh Gott, 5 Zwölftel. 6 Fünftel, also wenn ich mich nicht ganz irre, dann heißt das 1 plus Epsilon. Die Zwölftel kommen nach oben, werden gekürzt, werden Sechstel und werden, jetzt bin ich wieder ganz, 6 Fünftel ist das wahr? Ich schreibe es einmal hin. Wir können noch immer schauen, ob es falsch ist. V1 durch L. Das ist die Drehgeschwindigkeit. V1 durch L. Phi-Punkt nachher. Ich glaube schon, mal 3, 3 und 2 ist 5, dann steht einmal ein 5er unten, 12er nach oben, gekürzt, es gibt einen 6er. Also es müsste stimmen. Wenn ich jetzt frage, wie groß ist denn die Geschwindigkeit dieses Punktes am Ende, VB, nach dem Stoß. VB nach ist ja gleich L halbe ist gleich, oh Gott, aha, dann muss ich das andere auch ausrechnen, ist gleich WY plus L halbe Phi-Punkt nach. Also, das WY lässt sich wahrscheinlich genauso ausrechnen, gleiches M, dann steht hier WY, so als Nebenrechnung da herüben, WY ist gleich 1 plus Epsilon, M sind alle gleich, dann sind es gekürzt, dann steht der 1 und 1 ist 2, 1 plus Epsilon V1 durch 2 plus, jetzt steht da L Quadrat Viertel durch L Quadrat Zwölftel, also steht plus 3, 3 also Fünftel, es ist also 1 plus Epsilon V1 Fünftel und damit wird das VB nachher 1 plus Epsilon und jetzt muss ich ziemlich arg Kopf rechnen, glaube ich, 1 Fünftel und da mal L halbe, 3 Fünftel.
mal L halbe. Nicht? Wenn ich Phi Punkt N mit L halbe multipliziere, dann gibt es 3 Fünftel noch. Ein Fünftel plus 3 Fünftel, das ist gar nicht so wild, 4 Fünftel V1. Also Sie sehen, beim plastischen Stoß fährt der weg mit 4 Fünftel von der ankommenden Geschwindigkeit des stoßenden Körpers, nicht? Also nahezu mit derselben Geschwindigkeit, der fährt fast durch, nicht? Durch diese, kann man sich fast nicht vorstellen, wie gibt es denn das? Ein Fünftel verliert er nur. Ja, vielleicht stimmen die Nummern nicht ganz. Ein Megawatt Zwölftel stimmt zwar sicher. Aber vielleicht kann man daraus erkennen, es ist eigentlich, während die Schwerpunktsgeschwindigkeit des zweiten Fahrzeugs mit ein Fünftel relativ gering ist, nicht? Bei Epsilon 0, der Schwerpunkt kriegt nur ein Fünftel mit. Nicht? Durch die Drehung kriegt er jetzt 4 Fünftel außen von der Geschwindigkeit. Und wie groß ist die Geschwindigkeit? Aha, das wäre jetzt eine Kontrolle. Wie ist denn das W1 da? Das ist, wenn die M alle gleich sind, ist das ein Zweier, haben wir gesagt, und das ist ein Dreier, nicht? Weil Zwölftel und da Viertel steht. H ist L Quadrat Viertel. Durch L Quadrat Zwölftel ist 3 plus 2 ist 5. Also steht hier ein Fünftel, 1 plus Epsilon Fünftel, 5 minus 1 ist 4 plus Epsilon Fünftel. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Irgendwas stimmt da nicht. Minus, minus. Naja, nein. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Noch einmal. Da steht doch ein Fünftel, nicht? Wenn man Theta S M L Quadrat Zwölftel schreibt. L Quadrat Viertel, 12 durch 4 ist 3. Das sind 2, sind 5. Das ist also ein Fünfer. V 1 Fünftel 1 plus Epsilon. Und das muss ich abziehen. Also mit Epsilon ja, gleich 1 beim vollkommen elastischen würde ich 2 Fünftel abziehen. Und so, nicht plus, muss ja minus sein. Oder? Nein, nein. 5 minus 1. Minus Epsilon heißt es natürlich, glaube ich, ja. Das heißt, das ist ja Minus, nicht? Also da steht ein Fünftel. Ich habe 1 minus 1 plus Epsilon Fünftel. Und das sind 4 minus Epsilon. Naja, also der wird auch nicht sehr viel abgebremst, nicht? Schaut's aus. Der wird gar nicht sehr wild abgebremst, weil... Und trotzdem gibt er eine Drehung, nicht? Gibt er